Anlässlich des Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben Landwirte mehrere Straßen in Brüssel blockiert. Die Demonstranten waren am Donnerstagmorgen mit rund 1000 Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen in der belgischen Hauptstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Teilnehmer der Protestaktion kommen demnach aus Belgien. Auf Bildern war zu sehen, dass nahe dem Europaparlament Reifen und anderer Müll brannte. Außerdem sei Mist auf dem Boden verteilt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Demonstranten versuchten, die vor dem Parlament errichteten Absperrungen niederzureißen, nur wenige Blocks vom Tagungsort des Gipfels entfernt. Aber die Polizei drängte sie mit Wasserwerfern zurück. Belgiens Premier Alexander De Croo machte sich vor Beginn des Gipfels dafür stark, die Sorgen der Bauern im Kreis der Staats- und Regierungschefs zu besprechen. Die Sorgen, die sie haben, sind teilweise berechtigt, sagte er am Morgen. Es müsse sichergestellt werden, dass Landwirte Partner im Kampf gegen den Klimawandel sein könnten. Auch in mehreren anderen EU-Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, haben Bauernverbände zuletzt massiv gegen die Agrarpolitik und strengere Auflagen aus Brüssel protestiert.